Das war also schon ein erster Einstieg ins Thema. Heute Abend Verbrechensbekämpfung, Kampf gegen die Kriminalität, der Vergleich der verschiedenen Polizeisysteme in Europa. Wir werden versuchen, das Thema noch etwas zu vertiefen im Gespräch mit unseren Gästen, die Ulrich Ihnen vorstellt. Ich darf Ihnen zuerst die Justizsenatorin von Hamburg vorstellen, Frau Peschel-Gutzeit. Sie hat früher als Rechtsanwältin und Richterin gearbeitet, war auch in Berlin Justizsenatorin. Keine Frage, sie ist eine der führenden Rechtspolitikerinnen der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland. Und bei uns ist auch Catherine Pignon, Richterin. Sie ist Mitarbeiterin der französischen Justizministerin im Referat Verbrechensbekämpfung. Und der dritte im Bunde ist Professor Christian Pfeiffer, Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen. Er ist in Deutschland zweifellos der Kriminologe, über dessen Forschungsergebnisse derzeit am meisten diskutiert wird, jedenfalls dann, wenn es um die wachsende Jugendkriminalität geht. Und unser vierter Gesprächsgast ist Michel Marcus, auch er Richter und Generalsekretär des Europäischen Forums für urbane Sicherheit. Verehrte Gäste, ob Jugendkriminalität, ob Verbrechensprävention, in allen vorgestellten Ländern geht man unterschiedliche Wege. In Großbritannien zum Beispiel favorisiert man weitgehend das Zero-Tolerance-Konzept, das hat man übernommen, von New York und hält es für ausgesprochen erfolgreich. Erhöhte Polizeipräsenz ist eines der Kriterien. Jedes noch so kleine Delikt wird verfolgt. Man will die Kriminalität im Keime ersticken. In Deutschland sind besonders die Law-and-Order-Politiker sehr für dieses neue Konzept. Ich würde gerne wissen von Ihnen, Monsieur Marcus, wie sieht es in Frankreich aus? Ist Zero Tolerance auch für Sie ein Konzept? Ich denke, das ist eine Haltung, die jeder Verantwortliche für ein Strafverfolgungssystem ganz selbstverständlich einnehmen wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass alle Justizsysteme durchaus unterscheiden in der Strafverfolgung. Meines Wissens ist das in Deutschland oder in England oder in Frankreich so. Man unterscheidet zwischen Verbrechen und weniger schwerwiegenden Vergehen. Und entsprechend sind dann auch die Reaktionen angepasst. Ich glaube, da wird sich von heute auf morgen nichts ändern, auch wenn man Zero Tolerance predigt. Ich möchte diesen Ansatz an die europäische Realität anpassen, indem ich sage, Zero Tolerance heißt, es muss eine Reaktion auf jeden Verstoß geben. Das sagt aber noch nichts darüber aus, wie diese Reaktion aussieht. Das kann das Gefängnis sein, das können aber auch alternative Bestrafungsformen sein oder auch mildere Formen. Schlichtung, Information über das, was das Gesetz sagt, da können auch die Eltern einiges tun. Zero Tolerance heißt aber in New York auch, und das darf man nicht vergessen, dass es im Moment im Staat New York bei 17 Millionen Einwohnern genauso viele Gefangene gibt wie in Frankreich. Das ist Zero Tolerance. Das würde mich interessieren. Soll man nicht versuchen, Verbrechen, Kriminalität insgesamt im Keime zu ersticken? Ist Zero Tolerance für Sie ein gutes Konzept? Es ist auch in Amerika kein gutes Konzept. Boston und andere Städte haben mit ganz anderen, nämlich stärker präventionsorientierten Konzepten dieselben Erfolge erzielt wie New York. Es ist lächerlich zu glauben, dass durch Zero Tolerance in New York die Morddelikte zurückgegangen sind. Es sind andere Ursachen, wie zum Beispiel 6,5 Millionen neue Jobs, die in den USA die Wende gebracht haben. Bei uns in Deutschland befasst man sich stärker mit den Ursachen der Probleme und dann ist das ganz klar, dass es uns nicht gelungen ist, die große Einwanderung, die wir seit dem Zusammenbrechen der Mauer in Berlin gehabt haben, diese gut zu verkraften. Wir haben unsere Einwanderer bisher nicht gut in das Schulsystem integriert, nicht in das Arbeitsleben integriert. Wir haben sehr viel frustrierte junge Männer, die herumhängen und keine Perspektiven sehen. Und von daher ist der eigentliche Satz in allen Bundesländern geachtet wird, sich mit diesen Ursachen auseinanderzusetzen und die Integration von jungen Menschen in die Gesellschaft zu fördern. Und natürlich, das ist selbstverständlich, das Verfahren zu beschleunigen, eine starke Polizei zu haben, die ein hohes Aufklärungsrisiko erzeugt, also nicht die Strafverfolgung zu vernachlässigen. Frau Peschel-Gutzeit, ich würde gerne von Ihnen wissen, was Sie sich versprechen würden, wenn man mehr Polizisten einstellen würde. Ich verspreche mir zunächst mal gar nichts davon, weil ich nicht daran glaube, dass immer mehr Polizei immer mehr Sicherheit erzeugt. Wir haben in Deutschland ja 16 Bundesländer mit unterschiedlichem Konzept. Und es ist eben nicht so, dass dort, wo am meisten Polizei ist, die Sicherheit am größten ist oder die Verbrechensrate am geringsten ist. Ich halte dies für eine
für den Ersatz einer Begründung. Ähnliches wird ja immer bei der Justiz gesagt. Wir brauchen mehr Staatsanwälte, mehr Richter, damit die Sicherheit größer wird. Das kann so nicht funktionieren. Wir haben zum Beispiel in den größten deutschen Städten Berlin und Hamburg eine sehr hohe Polizeidichte. Trotzdem, das hilft nichts. Trotzdem sind diese Städte nicht etwa absolut sicher. Also muss man sich fragen, die Zahl macht es nicht. Es muss in der Struktur der Polizei etwas passieren. Die Polizei wird ja zurzeit sehr wirksam umstrukturiert und das muss auch geschehen. Es kann nicht sein, dass ich immer nur die Zahl erhöhe, sondern ich muss zum Beispiel die Polizei dort einsetzen, wo die Bürgerinnen und Bürger es auch sehen. Anders ausgedrückt, sehr viel Polizei ist am Schreibtisch bei uns tätig. Wir sprechen ja auch über politische Entscheidungen. Ist das nicht auch einfach ein finanzielles Problem in Ländern wie Deutschland und Frankreich? Wird da genügend Geld hineingesteckt in die Lösung der Probleme, Herr Pfeiffer? Ich denke, das Geld fehlt vor allem in dem jugendpolitischen Bereich und nicht bei der Polizei. Man kann sich eine bessere technische Ausstattung der Polizei wünschen, das mag so sein. Aber ansonsten stellen wir fest, dass wir in vielen Bereichen unsere Jugend immer mehr verkommen lassen. Gespart wird in Jugendzentren. Das hält uns mit Sorge, dass wir feststellen müssen, die jungen Einwanderer in Frankreich, in Deutschland, in Holland, egal in welchen europäischen Ländern, überall sind sie in einer Winner-Loser-Kultur die Verlierer. Und wenn wir irgendwo mehr Geld brauchen, dann für Jugendprojekte, die ihnen Mut machen, dass sie doch eine Chance haben, diesen schönen Satz, jeder ist seines Glückes Schmied, für sich zu realisieren. Madame Pignon, Frage an Sie. In Deutschland stagniert die Erwachsenenkriminalität derzeit, aber die Jugendkriminalität geht nach oben, steigt deutlich nach oben. Wie ist das in Frankreich? Ja, ich glaube, das mit der Situation bei uns in Frankreich wurde, wenn Polizeikräfte angestellt werden, muss man zugleich nachdenken über Aufgaben als der Polizeikräfte. In den verschiedenen Ländern befassen sich Experten mit dem Problem und man denkt verstärkt nach über eine Spezialisierung der Polizei für bestimmte Bereiche. Sei es nun die Jugendkriminalität oder seien es Strategien der Gewaltvermeidung. Es gibt verschiedene Bereiche. Andere Überlegungen befassen sich mit dem Polizeiapparat insgesamt, der Partner jeder Prävention ist. In dem Rahmen muss die Aufgabenstellung neu konzipiert werden. Das wird in Amerika vorbildlich gemacht, dass man das Wissen der Polizei um die Fieberkurve Gewaltkriminalität nutzt für Präventionsprojekte. Das heißt, die Polizei nutzt jetzt neuerdings ihre Computer auch dafür, dass sie laufend Landkarten erstellt von jedem Befinden, die Schwerpunkte von Kriminalität, wo die sozialen Brennpunkte liegen, und sie wird dadurch zu einem Katalysator für Präventionsprogramme, an denen sich dann Jugendbehörden beteiligen, Vereine, Kirchen und Vereine. Aber Polizei ist insoweit diejenigen, die einen Prozess der Diskussion in Gang gebracht haben. Sie sind ganz wichtig, sie dürfen nicht länger sich nur Verfolgung betreiben. Ganz wichtig ist, dass die Polizei ihre neue Aufgabe erkennt, Katalysator, wo sie dazu beiträgt, dass Probleme in Angriff genommen werden und nicht nur Repression exerziert wird. Frau Peschel, Gutzeit. Das andere, wenn immer durch die Menge und es wird der Ruf nach Sicherheit laut und lauter und der Ruf nach Sicherheit wird gleichgesetzt mit mehr Personal, dann wird das Personal dort eingestellt und ist zugleich für den Jugendsektor nicht mehr da. Also man muss sich da auch ändern. Und ich teile die Ansicht von Herrn Pfeiffer. Gestaltungsmöglichkeit für Jugendliche ganz unerhört wichtig sind. Wir machen in Deutschland interessante Erfahrungen mit der Polizei, die zum Beispiel in Hamburg das sogenannte Raubkonzept entwickelt hat. Wenn Kinder aufgegriffen werden bei Raubtaten, dann geht die Polizei mit den Kindern zu den Eltern und spricht mit der Familie darüber, was mit dem Kind gewesen ist. Es geht hier also nicht um das Strafverfahren, sondern das ist nun echte Prävention sozusagen an Ort und Stelle. Und wir haben auch noch weitere solche Erfahrungen in Hamburg gemacht. Zum Beispiel die Polizei, die hat,
hat eine Anweisung, alles, was sie von Kindern erfährt, der Jugendhilfe weiterzugeben. Damit Aber es gibt auch andere Konzepte, Frau Peschel-Gutzeit, nämlich die Antwort zu sagen, wir setzen das Alter der Strafmündigkeit deutlich herab. In England zum Beispiel 10 Jahre. Und wir bestrafen Jugendliche deutlich härter. Sagen Sie dazu. Ja, beide sind in Deutschland nicht aussichtsreich und das entspricht auch meiner Überzeugung. Ich halte überhaupt nichts davon, die Mündigkeit unter das Jahr 14, wie es ja in Deutschland ist, herabzusetzen. Aber da muss leicht offen standen, ich bin ja nicht dafür, dass Menschen unter 14 reaktionslos gegen das Gesetz stoßen dürfen. Natürlich nicht. Was wir brauchen, sind Reaktionen, aber nicht der Menschen. Es ist niemandem gedient, wenn ich einen 10-, 11-, 12-Jährigen in ein Gefängnis stecke. Und da sagen jedes Kind von der Geburt an einstimmig zuständig ist, nämlich das Familiengericht. Und ich meine, und dafür setze ich mich in Hamburg ein, und wir haben das auch schon auf einen ganz guten Weg gebracht, dass die Familienrechte zum Zivilrecht gehören, diese Kinder und die Eltern vorladen müssen, und das, wie gesagt, ist im Auge im Werden. Und dann gemeinsam mit den Eltern, Lehrern, mit denen ein Konzept ersinnen, wie wir diese Kinder besser in den Griff bekommen können. Zur Frage der Senkung des Strafmündigkeitsalters. Was meinen Sie dazu auf französischer Seite, Frau Pignon? Das ist im Moment bei uns kein Thema mehr, denn die Regierung hat vor kurzem hier schon eine Entscheidung fällen müssen, die fiel eindeutig aus, die Strafmündigkeit bleibt so, wie sie bisher war. Aber ich finde, Herr Marcus hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Wenn es um das Null-Toleranz-Konzept heißt das. Auf jeden Fall, dass Reaktionen der Justiz sehr wichtig sind, auch bei Jugendstrafen. Hier kann ich sagen, dass Frankreich das auch so sieht. Finden sehr wichtig, gerade bei der Jugendkriminalität. Es geht um zwei Dinge. Jedes Vergehen, auch leichte Vergehen, die festgestellt werden, rechtlich geahndet werden. Es muss eine Reaktion erfolgen. Die Justiz kann ja abgestuft reagieren. Es macht nichts. Aber die Reaktion ist wichtig und sie muss erfolgen. Bei der Kriminalität ist nicht so schlimm wie eine viel zu lange Reaktionszeit. Darauf kommen wir auch nochmal zurück. Herr Marcus, bitte. Ja, ich bin auch dieser Meinung, wenn es also um die Absetzung eines Strafmündigkeitsalters steht, die Jugendlichen früher vor Gericht stellen zu können, dann soll man darüber ruhig reden. Wenn es aber darum geht, sie ins Gefängnis zu stecken, dann ist das eine ganz andere Debatte. Immer wieder, wenn ich mir anschaue, wie es in Europa aussieht, wir sind ja hier bei Arte, letztes Wochenende gab es die Europawahlen, ich verstehe einfach nicht, wenn wir von einem Europa der Zivilisation und der Kultur sprechen, dass man sich nicht einigen kann über das Statut des Kindes in allen Ländern, sich nicht einigen kann, was ein Kind ist in den jeweiligen Ländern. Die Situationen sind sich doch ganz ähnlich. Man müsste doch sagen können, die Strafmündigkeit ist ab diesem Alter gegeben. Ich denke, das ist ein echter Rückschritt. Professor Pfeiffer, die Steigerung der Jugendkriminalität, hat das sehr viel zu tun mit den nicht integrierten ausländischen Jugendlichen? Es hat sehr viel damit zu tun, dass wir Macho-Kulturen ins Land bekommen haben. Männliche Jugendliche, junge Männer aus Kulturen, in denen dominiert, jetzt auf eine Mittelmeer wird, das in unseren Augen nichts mehr hat. Mit die Wand und eine Das haben wir gerade bei einer großen Befragung feststellen müssen. Und dann ist das Zweite, dass sie in den Schulen sehr schlecht integriert sind. Wir müssten feststellen, je schlechter sie in die Schulen integriert sind, je weniger sie ihrer Begabung entsprechend eingeschult werden, umso höher ist die Jugendgewalt in der entsprechenden Region. Und ein Drittes, ihre Eltern sind oft von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen. Wenn alles drei zusammenkommt, so haben wir feststellen müssen, ist das Risiko, dass sie Mehrfachtäter der Gewalt werden, um das 4- bis 5-fache erhöht.
Wenn Sie also A, geschlagen werden, B, wenn Sie von Armut betroffen sind und C, wenn Sie in einer schlechten Schule integriert sind und nicht dort, wo Sie hingehören. Frau Peschel-Gutzeit, wenn das denn so ist, ist das Jugendstrafrecht die richtige Antwort oder muss man nicht woanders ansetzen? Also zunächst mal kann ich das bestätigen, in unseren Jugendgefängnissen weit über 50% Nichtdeutsche oder junge Menschen nicht deutscher Herkunft, also die Zugewanderten. Das ist natürlich ganz überproportional und Sie zeigen all das, was Herr Professor Pfeiffer eben geschildert hat. Das Jugendstrafrecht ist nach meiner festen Überzeugung hier die Ultima Ratio. Natürlich muss man früher ein Aufrecht kommen, aber wir können einfach nicht davon ausgehen, dass die Menschen zu. Und ich denke, ich funktioniere. Jugendlich gleich. Und. Auch zum Beispiel Banden. Gegen Gewalt in den Städten. Aber noch kurz eines zum Thema Prävention und Repression. Ich bin sehr froh darüber, dass man heute Prävention und Repression nicht mehr Gegensätze an notwendige Ergänzungen betrachtet. Heute ist das geworden. Das eine geht nicht ohne das andere. Prävention und Repression müssen sich ergänzen. Das weiß jeder, es ist jedem bewusst. Aber zum Schluss dieser ersten Diskussionsrunde möchte ich doch fragen, haben Sie nicht den Eindruck, dass seit 10 Jahren die Repression in Europa im Vordergrund steht? Wir haben sie ohne Zweifel, wir haben vor allen Dingen höhere Strafen. Ich kann es für Deutschland sagen, wir haben noch nie so viele Gefangene gehabt oder anders ausgedrückt. Die deutschen Gefängnisse waren noch nie so voll wie jetzt. In den letzten 10 Jahren sind sie um ein Viertel voller geworden, von 60.000 rund auf 80.000 rund. Das ist ein Riesensprung und entsprechend sehen die deutschen Gefängnisse aus. Wir haben nicht nur mehr Gefangene, wir haben auch viel höhere, viel längere Strafen. Repression, wenn wir nochmal zurückkommen, gibt's mehr Repression, Herr Markus? Es ist in der Tat so, die Investitionen sind insbesondere in die Repression geflossen in den letzten Jahren. In die bessere Ausstattung der Polizei, in mehr Richterstellen, in die Modernisierung der Justiz und in den Bau neuer Gefängnisse. Da wurde einiges getan. Wir haben das bei uns einmal zusammengerechnet für die letzten 5 Jahre. Da flossen insgesamt 18 Milliarden Euro in die Modernisierung der Repression in den 6 europäischen Ländern. Wenn man dazu jetzt sich anschaut, wie es bei der Prävention aussieht, so sind die Summen da durchaus im Ungleichgewicht. Ich denke, auch die Qualität sollte man anschauen. Ach, auch da wurde einiges verbessert. Herr Pfeiffer, Sie sollen das Schlusswort haben. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass der Stellenwert von Kriminalität sich in den Medien, in der Politik verändert hat. Sie haben ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass insgesamt gesehen die Kriminalität gar nicht so fürchterlich angestiegen ist. Aber sie ist eine Ware geworden. Sie ist ein ganz anderer Angstfaktor geworden. Das Böse wird nicht mehr beim Kommunismus außen verortet, sondern innen im Land ist die Kriminalität zum Ersatz für den Kommunismus ein bisschen geworden. Und das hat dazu geführt, dass wir ein repressives Klima bekommen haben. Wir rüsten intern auf, während wir früher extern unsere Armeen aufgerüstet haben.
Und das ist nur psychologisch erklärbar. Das ist nicht unbedingt in der Realität verursacht, sondern ist eine, die Kriminalität hat einen anderen Stellenwert für Medien und Politik bekommen. Merci à tous les quatre. Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken für die...